Wir machen unseren eigenen Kebabladen auf. Kebab-Chefs Restaurant-Simulator. Einen wunderschönen guten Tag. Was darf es sein? Yeah. Einmal komplett Chef, so wie immer. Boah, soll ich kurz noch eine Schürze holen? Ich muss eigentlich, ne? Mach mal eine Schürze um. Ich hole mir eine Schürze noch schnell. Bei Papa schmeckt's am besten. Ich sag also, dir ehrlich, Schürze kommt nicht, wenn du was drunter hast. Du musst Oberteil alles ausziehen. Okay. Einfach Head of Blunt Video, ja, ernsthaft. Wie findest du? Er sieht aus wie ein Schlachter. Digga, stell dir vor, du kommst Dönerbruder rein. Er hier. Er hier ist da, Digga. Mann, wow, du Schön. Siehst aus wie ein Mitte 40 Schlachter bei irgendeinem Metzger, der so 3 Kunden am Tag bekommt. Bei dem einfach Fliegen überall schon so rumschwirren. Warum siehst du denn jetzt noch komischer aus? Also, Digga, guck mal hinten. Stell mal bitte vor, du gehst in einen Dönerladen. Und er hier steht da. Ja. Er, so ein blondierter Typ ohne Oberteil, so ultra deutsch auch einfach, so null Döner, du null den Döner-Vibe, Digga. Mit Headset, Digga, mit Headset. Bro, auch mit so einem Kabel-Headset. Er hat nebenbei noch einen Podcast drauf. Ich glaube, das Spiel wird richtig scheiße aussehen, aber ich hab ja schon Spaß. Das Spiel wird immer scheiße sein. Alright. So, Ladies and Gentlemen, oh. Tag 1, guten Morgen. Oh, wir haben 5000 Euro, wir haben den ersten Tag, Basti, und wir bauen jetzt eine Dönerbude auf, Digga. Würdest du sagen, so siehst du in Real Life aus? Bro, Real Talk thematisieren wir nicht. Ich möchte keinen weiteren Kommentar dazu hören, aber so will ich vielleicht aus. Boah, Digga, wär fresh. Boah, Big City Life. Digga, ist das scheiße. Bierpub, hier kann man saufen gehen anscheinend. Hallo, schönen guten Tag. Oh mein Gott, hier können wir zocken, Bro. Oh mein Gott, hinsetzen. Alter, das geht sogar. Wir haben noch keine Dönerbude, wir machen erste Runde Blackjack. Auch mal erstmal direkt was. Oh, ich hab 8. Ja, ich hitte. Du verlierst was? Hä? Nochmal. Hast du auch 5000? Ich hab auch 5000. Das ist unser gemeinsames Geld. Double or nothing. Ich hab nochmal 200. Das ist unser gemeinsames Geld, Kevin. Hast du jetzt 4700? Oh ja, scheiße. Okay. Sie hat einen König, das ist nicht gut. Okay. Oh, das ist schlecht. Die muss jetzt eine 5 ziehen. Nee, ich muss nochmal hitten. Oh, RIP. Ja, wir müssen jetzt nochmal zurückholen. Noch einmal. Ja, jeder 1000. Ist das krank. Wir wollten einfach eine Dönerbude aufmachen. Ja. Oh mein Gott! Ich auch. Oh mein Gott, crazy. Ich stay. Komm, Bro. Das ist sehr gut. Stay auf jeden Fall. Ja. Let's go! Let's go! Heute geht alles auf mich. Alter, wir sind 1000 in Profit. Wir haben Profit gemacht. Wir haben Profit gemacht. Okay, geil. Jetzt, Alter, wir starten direkt mit 1000 Profit. Dann haben wir... Yeah. Alter, hier ist unser Vater. Hier ist sein alter, seine alte Dönerbude. Es wird Zeit, dass du auf eigenen Füßen stehst. Ich bin hier, um dir unseren Familienerbe zu zeigen. Das ist die Zukunft. Mach das Licht an, ja? Mal sehen, wie es aussieht. Okay, ich mach an. Boah, okay. Guck dir mal hier die Schubladen an. Was ist hier passiert, Junge? Familienerbe hin oder her, aber ich sag dir ehrlich... Jetzt nicht so Premium. Ja, okay, wir müssen jetzt erstmal als allererstes aufräumen, Basti. Kevin, irgendwann wird es im Real Life passieren, dass wir beide in den Laden schmeißen. Boah, wäre geil, sag ich ehrlich. Also gut, mein Kind. Er redet immer nur im Singular komisch, hat doch 2 Söhne. Also, hast du es geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Küchengeräte, damit du loslegen kannst. Ich möchte, dass du ein Paket vom Markt abholst. Okay, alles klar, dann Abfahrt. Wir könnten zum Markt gehen oder wir machen unserem Papa noch mehr stolz. Indem wir? Holen noch mehr Geld ran. Du willst nochmal gamble gehen. Real Talk, wir müssen. Das ist der 22 Uhr, Basti. Und der gefällt mir. Komm ganz kurz raus, Bro. Du weißt schon. Hey, guck nicht so. Wer ist denn er? Warum guckst du mich, hä? Willst du einen Dinner? Hallo, ich muss hier durch. Ja, geh doch. Aber pass auf, wo du hintrittst. Komm mit. Allein. Ja, du hast recht, wir sollten unseren Papa stolz machen. 1000? Wenn wir jetzt beide 1000 machen und wir verlieren beide, dann ist der Laden jetzt schon am Sack. Nein, sag das nicht. Oh ja. Oh, das schmeckt. Oh, okay, nehme ich. Blackjack. Boah, plus minus 0. Nein, bei mir steht, ich verliere. Bei mir auch.
Ah ja, stimmt, wenn Dieter Blackjack hat, dann verlieren wir alle. Fuck, Bruder, wir sind. Ja, wir müssen jetzt uns hochcampeln, Digga. Nochmal. Okay, ja, ich geh nochmal crazy. 2K. Oh nein, das ist nicht gut. Sie hat eine Dingskarte. Ja, okay, ach, das ist gut, ich hitte. Ich bin raus. Hä? Was? Was ist passiert? Wir wurden gescammt! Digga, sie guckt aber auch schon so, als ob sie scammt. Bro, wir wurden gescammt! Bro, wir haben alles verloren, wir haben nur noch 700! Okay, wir müssen das jetzt wieder hochspielen. Digga, ja, ist die einzige Möglichkeit, what the fuck. Wenn sie jetzt Blackjack hat, sind wir gefickt, Bro. Oh mein Gott, wir sind gefickt. Wir haben nichts mehr, wir haben 150, Bro. Fuck, wir sind gefickt, Bro. Pass auf, Bro, unser Vater hat uns 5000 Euro gegeben, um den Laden wieder aufzufüllen. Wir sind 20 Minuten weg, kommen mit $38 wieder und wir sollen jetzt beim Markt einkaufen. Lass mich verhandeln. Real Talk, lass mich verhandeln. Okay, du gehst vor. Oh mein Gott, Bruder, er geht uns auf den Nacken. Ey, mein bester... Oh mein Gott, Digga, du kriegst auf Lifetime Döner umsonst, Bruder. Du bist ein Chef. Papa, wir sind wieder da. Wir waren natürlich nur beim Markt, nicht irgendwo anders. Gute Arbeit, mein Kind. Jetzt pack den Karton aus und fang an zu kochen. So, das mache ich mal. Oh, jetzt kommt der ungünstige Part, Bro, wo wir uns Ribeye kaufen müssen, glaube ich. Aber wir haben ja noch safe genug Geld, ne? Gucken wir gleich mal. Papa, wir gehen mal ganz kurz, würden da mal vielleicht zur Bank gehen. Warte mal. Mach mal den Tablet auf, hier gibt's eine Bank-App. Wir können Kredit, Basti, wir können Kredit aufnehmen. Jawohl, ja, man muss erstmal ins Risiko gehen. Wir nehmen Kredit auf. Ich würde sagen, wir nehmen einen 5000er Kredit auf und verdoppeln direkt. Und zahlen ihn dann zurück. Aber lass mal nicht über 1000. Bro, mein zieht nicht! Aber ich hab. Basti hat doch gemacht. Bro, aber was ist bei dir? Bro, bei mir ist es buggy, Ich konnte nicht drücken. Dann guck mir jetzt zu, lass Basti kurz machen, alright? Okay. Ah, ja, okay. Oh. Soll ich noch einen Kredit aufnehmen? Wir müssen, glaube ich, gleich noch einen Kredit aufnehmen. Das ist krank. Wir können keinen neuen Kredit aufnehmen, Bro. Das ist der Kredit. Wir haben jetzt... Bro, wir sind gefickt. Warte, ich... Bro, also wir sind gefickt. Nein, ich mein's ernst. Wir können keinen zweiten Kredit aufnehmen, Digga. Das war's. Digga, wir wollten eine Dönerbude aufmachen. Stattdessen sitzen wir jetzt hier am Blackjack-Table. Ja, oh mein Gott, du hast geholt! Okay, wie waren wir jetzt? 1200 oder so? Ja, das ist ultra voll. Okay, mehr brauchen wir nicht. Alles klar. Ribeye kostet schon 200. Okay, ich pack's mal in den Warenkorb. Hallo, können wir das vom Vortag noch haben? Oder? Ich würde es selber schneiden, wenn es irgendwie ein bisschen günstiger dann geht. Können wir das vom Vortag haben? Geile Dönerbude, Digga. So. Papa, hallo. Alles klar. Wenn die Bank anruft, die haben sich verwählt. So, okay, unser Ribeye haben wir. Wir haben keinen Kühlraum. Oh, doch, haben wir. Oh, haben wir? Gut, unser Ribeye ist schon mal gut gelagert. Legen Sie etwas Kohle in den Grill. Wo ist der Grill denn? Ach, hier. Ah, ja. So, ich würde da mal das erste Ribeye drauflegen. Boah. Digga, das ist einfach Lava auf einmal. Da ist einfach Lava unten im Grill drin, Junge. Zügig, was geht jetzt ab? Boah, sieht lecker aus, real talk. Zack, okay. Jawohl. 1,8 Sterne. Was ist ein Maximum? Also bei 5 wäre kacke. 5 wäre richtig scheiße, ja. Boah, guck mal hier, der lässt sich schmecken, Papa. Boah. Einen guten, wa? Oh, er zahlt. Ich rede den Kollegen schon mal ab hier. Oh, hier ist Geld, unser erstes Geld. 100, wir haben 100 gemacht, Bro. Papa, danke dir. Dann würde ich sagen, Basti, würde ich jetzt unseren Laden aufmachen? Nein, ganz kurz, wir haben keine, also Bro, wir haben ein Stück Fleisch und halt ein paar Tomaten. Also ich weiß nicht, was wir also jetzt groß servieren sollen, aber so viel ist jetzt hier nicht zu verkaufen. Hast recht, okay, ja. Die gegrillte Tomate lege ich schon mal zwischen, dann sparen wir Zeit. Ich sag, wir sollten die 100 Euro, die wir gerade bekommen haben von unserem Vater, verdoppeln. Mehr nicht. Wir spielen nur mit 100. Nur 100. Nur einmal rein, 100 setzen, verdoppeln und wieder raus. Alles weg. Wir kaufen Fleisch. Papa, hast du noch Hunger? Papa, willst du noch einen Döner-Teller essen, zufällig? Alright, Ladies and Gentlemen, wir machen den Laden auf, unsere ersten Kunden kommen. Wünsch uns Glück, alright? Schönen guten Tag. Ey, das ist die vom Casino, Bro. Nein! Digga, was machst du hier?
Der spuck ich ins Essen. Hallo, ja, 600 Euro kostet ein großer Döner-Teller. Ey, hier ist einer, der will was zu essen, der kriegt nichts. Nee. Digga, der wird langsam sauer. Ich hol schnell neue Holzkohle, Bruder, ich bin gleich wieder da. Hallihallo, setzen Sie sich doch schon mal. Jetzt machen Sie es gemütlich. Wollen Sie vielleicht was reden? Wollen Sie reden mit mir? Wir sind quatschen. Okay, schnell. Scheiße. Ich hol die Holzkohle. Holy shit, Alter, what the fuck. Ey, wir müssen schnell, wir haben eine wichtige Kundin. Warum ist die wichtig? Die hat einen großen Arsch. So, und Essen ist serviert. Wir haben eine 1,4 bekommen, wir haben uns nochmal verschlechtert. Achso, ich glaube, ich habe auf der einen Seite vergessen zu braten, Bro. Bruder, er hat ein rohes Stück Fleisch. Digga, er hat ein rohes Stück Fleisch nicht gegönnt hier. Aber er feiert's. Er findet's gut. Sehr gut. Also rollen Sie auf und schließen Sie das Restaurant, um den Tag ausklingen zu lassen. Okay, wir müssen jetzt, ich würde jetzt das Restaurant einmal schließen und wir müssen jetzt ins Bett gehen, Basti. Wir müssen jetzt auch unseren wohlverdienten Schlaf uns holen. Was machst du da hinten noch, Basti? Ich wollte noch ein Bier trinken. Du, da weißt du was, da würde ich doch mal mitgeworfen mit Bier. Ich sag dir so viel, jeder hat 200. Aus den 200 kann er machen, was er will, Basti. Ja, okay, sag ich auch. Okay, jeder 200. Okay. Oh ja. Ich stay. Auch. Oh, das ist gut, das ist gut. Let's go! Ja. Let's go! Okay, raus. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wir haben beide gedoubled. Tägliche Einnahmen. Tägliche. Wir haben 36.000 Euro verloren? Anscheinend, ja. Anscheinend. Wir hatten ein kleines Defizit irgendwie heute. So, dann machen wir mal heute richtig schön Profit. Die Leute, die schreien danach. Oh! Digga, was ist denn das? Ich dachte, er hat keine Hose an, Bro. Bro, was ist das für ein Cyberpunk-Atze? Ich hoffe, du verstehst, wie heikel diese Branche ist, Junge. Dies ist der kulinarische Dschungel. Nur die Stärksten überleben. Mal sehen, ob dein kleines Unternehmen der Hitze standhalten kann. Feinschmecker. Bro, es gibt so Endbosse. Huan. Die Feinschmecker sind die Lebensmittelrichter, die du überwinden musst, bevor du dich dem Meister stellst. Die haben alle unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen. Bro, okay. Wir nehmen erstmal das Verkohlte, okay? Morgen kann man das noch besser runterbekommen. Ja, glaube ich auch. Mal zum Morgen so eine chillige Schuhsohle, Digga. 1, 2. Verkocht, kalt, viel Zutat. Hitze ist minus 100. Ja, es war halt gekühlt. Wir haben einen guten alten 1,4 Sterne Kebab-Teller. 1, da würde ich sagen, da kannst du mal losgehen, wa? So, zack. Basti, ist einer zum Abkassieren, bitte einmal. Ja, hallo. Trinkgeld gibt's nicht, oder was? Missverständnis, hä? Oh, die Tür, die klemmt, ja. Ich glaube, die kriegt man mit der 5-Euro-Schein schneller auf. Hallihallo. Boah, kommst du vom Friseur, oder was? Sieht super aus. Basti, du musst hier nochmal eine abkassieren. Basti, nochmal eine abkassieren, bitte. Jo, muss da mal ganz kurz. Oh. Kevin? Was? Kurze Frage. Die Tomaten hier. Oh. Meinst du, die können wir nochmal anbieten? Digga, brat dich einfach nochmal scharf an, würde ich sagen, und dann ab auf den Teller. Die Fliegen sind auch mal ein gewisses Aroma. Ich sag, die gehen noch. Mach drauf. Digga, das ist eine 1,6 bei mir. Bro, was? Das ist fast so gut wie das, was wir frisch gemacht haben. Ja, das. Ich finde, das ist noch super. Was war das für eine Bewegung? Ich glaube, der hat sich richtig geekelt, Digga. Alter, den hat's geschüttelt, weil es so räudig war. Oh, wir brauchen Chili, rote Paprika, grüne Paprika, Kartoffeln. Kartoffeln, Junge, was geht jetzt ab? Basti, komm, wir müssen die Tomaten wegwerfen. Nein. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du einen leeren Teller dahingestellt? Was geht? Was geht denn jetzt ab? Oh nein, Basti, die sind unzufrieden. Ja, und? Ich auch. Zahlen die trotzdem? Die zahlen nicht, hallo! Ja, jetzt hol das Dönermesser. wir müssen was ändern, wir verlieren an unsere Kunden, Bro. Ja, okay, warte mal. Mach den Laden zu. Oh, fuck. Ich find's geil, dass sie bei einer vergammelten Tomate sind sie abgefuckt, aber wenn sie vergammelte Petersilie, vergammelte Tomate und ein vergammeltes Stück Fleisch bekommen, finden sie es mega geil, zahlen vollen Preis. Basti, heute keine Spielo. Heute gehen wir einfach schlafen. Basti? Ja? Bro, ich wurde gerade überfallen. Ich schwöre, ich wurde überfallen. Warum? 200 einfach weg. Ich habe einfach 200 weggenommen.
Basti, du bist süchtig. Bist du schon wieder am Spielen, Basti, oder was? Du hast alles verloren. Warte mal, was? Digga, du bist... Bro, du bist bei mir nicht aufgestanden. Du bist einmal weggefahren. What the fuck? Man verliert nur, wenn man aufgibt. Und deswegen setzen wir das Doppelte einfach nochmal. Das habe ich mal in so einem YouTube-Video gesehen. Das ist eine Strategie, die immer funktioniert. So, und jetzt stay. Boom. Easy profits. Ab ins Bett. Kennst du schon den neuen Laden von den Spielsüchtigen, die immer nur das vergammelte Fleisch dir servieren? Oh, das ist ein bisschen angeschimmelt. Das werfen wir mal weg hier. 2,8! Basti, das ist das beste Essen, was wir je gemacht haben. Ja, die rote ist aber verdorben. Das ist nicht schlimm. Darauf achtet doch gar keiner. Oh, die freuen sich! Die freuen sich, Bro! Lassen Sie es sich schmecken, bitte. Das haben wir gut gemacht, das haben wir gut gemacht. Schön. Ne? Auch mal eine Google-Bewertung da lassen. Ich habe, by the way, gestern 500 Euro verspielt. Wie? Du hast es nicht mitbekommen. Die normalste Dönerbude, Digga. Er wirft Teller einfach in die Spüle rein. Ich hol's kurz jetzt wieder rein. Oh nein. Basti, bitte. Digga, du kassierst die nicht ab. Basti, Basti! Du hast gerade 1000 von unseren Einnahmen in ihr Spielo versenkt, Junge. 500. Ja, und gestern auch 500. Kannst du aufhören, die Teller einfach zu werfen, Junge? Wir haben nichts zu essen. Nee, was für Real Talk. Du bist der Grillmeister. Ich bin der Kellner. Du bist gar nichts. Sorry, das meine ich nicht so. Nee. Schmeiß den Laden noch alleine. Ich fange dir das Spielo an. Aber dann sehen wir uns ja trotzdem jeden Tag, wa? Wollen wir beide in die Spielo gehen? Ja, komm. Jeder setzt die Hälfte von dem, was wir haben. Und dann hoffen wir, dass wir doublen. Wollen wir nicht lieber... Nein, stopp. Wollen wir nicht lieber einen zweiten Serviertisch machen? Bro, Real Talk. Guck mal, Kevin. Man kann hier Getränke kaufen. Fuck. Was, Kevin? Ich hab nochmal 500 versenkt. Ich komme. Kevin, guck mal, was ich gekauft habe für 250 Euro. Nein, Bro. Let me cook. Oh mein Gott, wir sind gefickt, Bro. Bro, man kann der Dönerbude einen Namen geben. Haben wir die ganze Zeit keinen Namen? Wie wollen wir den nennen? Wir brauchen einen Namen. Lecky Döner und mehr. Wie findest du? Oh, Bro, ist das kacke. Ist das kacke. Verbrannt und verdorben finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Namen für einen Dönerladen. So, jetzt gehen wir schlafen, sagst du? Jupp. Alles klar. Ey, Bro, ich geh jetzt ganz kurz was erspielen, dass ich für 200 Euro mir das Dings kaufen kann, ne? Gehst du in die Spielo, damit du jetzt ein Ribeye kaufen kannst? Ja. Oh nein, das war's, Digga. Das war's. Wenn du schon verkaufst, dann können wir uns ein Steak kaufen. Ja, ich geh jetzt zum Metzger. Vielleicht kaufst du das Ribeye erst morgen, Bro, falls Kredit kommt. Kauf morgen erst Fleisch, vielleicht kommt Kredit heute Nacht noch. Ey, wenn Kredit vergessen hat, können wir einfach zwei Ribeye. Wir kaufen einen Ribeye und Hähnchenbrust. Ey, wirklich, ich hoffe, die Bank hat vergessen, Basti. Digga, Inkasso plündert gleich unseren... Wenn die Bank vergessen hat, Bro, dann haben wir eine Chance. Kauf Hähnchenbrust, sag ich, und Tomatensuppe, oder? Was muss man für Tomatensuppe machen? Wasser, Milch, Butter, Petersilie. Nee, Dickerchen, das ist mir zu viel. Okay, gut. Dann machen wir bleiben bei gegrilltem Fleisch und bei Hähnchenbrust, sage ich. Lass die zwei Sachen machen. Heute wird ein guter Tag, Basti. Ich kümmere mich um das Ribeye. Okay. Es kommen irgendwie nicht mehr Gäste, Digga. Was machen wir denn falsch? Oh, 208 Züch. Das ist unser bester Tag heute. Kevin, wir werden ja, ich glaube, heute unsere Session ja jetzt auch langsam beenden für heute. Ich sage dir ehrlich. Ich weiß, was du sagen willst. Wir machen dann eine 5000 hin. Genau. Wollen wir vorher einkaufen für den morgigen Tag? Nein. Oh mein Gott, Basti, ist das ein Zeichen. Mein Maximum Amount, was ich setzen kann, ist 787. Digga, GHG, come on. 3. 11, okay, geil. Bei mir ist 8 auch gut.
Hier, gib mir keine Karte! Es ist wieder verwandt! Ich habe aber gewonnen. Ich habe gewonnen. Bro, lass mich alleine spielen. Real Talk, lass mich alleine spielen. Ja, mach, Digga. Die Scheiße ist verpackt bei mir. Nein, nein. Basti, nein, nein, nein. All in, all in, all in. Bro, wir haben gar nichts mehr. Basti, für jetzt ist es erstmal vorbei mit unserer Dönerbude. Aber ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Real Talk, wir haben so viel Geld heute gemacht, ne? Nein, haben wir nicht. Bro, wir haben 5.000 Euro gestartet, haben alles verprasst, haben 5.000 Euro Kredit genommen, haben auch alles verprasst. Wir sind auf Null, ja, Digga. Wir haben 10.000 Euro, wir haben kein... Digga, wir haben kein Fleisch für morgen. Wir haben vielleicht heute verloren, ja. Aber wir haben an Freundschaft und an Erfahrung gewonnen. Ey, das Game war aber geil, ich mochte das. Real Talk, geiles Game, ja. Lass nochmal weiterspielen demnächst. Real Talk machen wir auch. Ja. Das war sehr witzig, Bruder. Das hat sehr viel Spaß gemacht.